Gehört zu dem Förderverein und das ist eine Möglichkeit, also gedrechselte Eier mit Kerbschnitzerei, und Muster zu gestalten in verschiedener Form. Und das ist, so viel wie ich weiß, so machen das zwar Automaten, wir zeigen das, wie die alte Handarbeit passiert ist im Erzgebirge, ja, wo man Bäume, Tiere schnitzt, aber jetzt auch Ostereier schnitzen kann und dekorieren kann in Form mit Kerbschnitzmesser. So, das wär's. Die verschiedensten Sachen, ja, hier mit Hütte, mit Baum und Blockhütte, ja, reingeschnitzt, so kann man das auch machen. Und das ist eine Vase, wir drechseln die selber oder Jugendliche, die bei uns das Drechseln lernen, die machen sowas und dann werden die beschnitzt. Ja.